Die Betonmischanlage im Gewerbegebiet in Stadtroda ist komplett ausgebrannt. Die Anlage gehört zum Firmengelände der Beton- und Natursteinfirmerin in der Bürgeler Straße. Das Feuer war gegen 11.30 Uhr ausgebrochen. Nach Polizeiangaben hatte ein Funke bei Schweißarbeiten den Brand ausgelöst, denn die Anlage wurde gerade umgebaut. Die Freiwillige Feuerwehr Stadtroda konnte das Feuer nach etwa einer Stunde löschen. Personen kamen nicht zu Schaden. Die Mischanlage und der Containerbau drumherum sind komplett zerstört. Der Schaden wird auf 150.000 Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei Jena hat die Ermittlungen aufgenommen.